So, hallo meine Lieben, hier beim Daytrading Germany. Ich bin der Joe. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid gut drauf. Wochenende steht vor der Tür. Und ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten hier auf meinem Kanal. Danke für euer Vertrauen, für eure Unterstützung. Und wenn du noch nicht Teil dieser geilen Community bist, dann lass doch gerne ein kostenloses Abo da, einen Kommentar, ein Like, die Glocke auf alle stellen, damit du benachrichtigt wirst, sobald ich ein Update-Video hochgeladen habe. Würde mich und diesen Kanal sehr unterstützen. Und wenn du das gemacht hast, dann gehen wir natürlich sofort in die systemische Kryptoanalyse. Wir starten direkt Bitcoin, 30-Minuten-Chart. Wir befinden uns nach wie vor hier in diesem BC-Korrekturlevel. Dieser erstreckt sich von 26.752 US-Dollar bis runter zu 26.402 US-Dollar. Gestern kam kein Update-Video, weil wir uns immer noch genau in dieser Range hier befunden haben. Dieses Level ist schon seit Tagen von mir durchgegeben worden. Wir befinden uns immer noch da drin. Ich habe aber jetzt hier in diesem Bereich nochmal eine Short-Position eröffnet bei Bitcoin. Ich probiere nochmal den Short hier. Wie gesagt, es ist etwas ein riskanterer Trade, aber von der Price-Action her, ich bin immer noch nicht bullish gestimmt. Kurzfristig, natürlich mittel- und langfristig. Auf jeden Fall sehr bullisch gestimmt, aber kurzfristig für Intraday-Trades immer noch bearish gestimmt. Ich habe hier in diesem Bereich meine Short eröffnet. Ziellevel von dieser internen orangenen Sequenz liegen immer noch bei 24.278 US-Dollar bis runter zu 23.492 US-Dollar. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir hier runtergehen. Wenn wir diese Anomalie, so jetzt habe ich es, Leute. Ja, ich bin Ausländer, tut mir leid, ich kann kein Deutsch. Wenn wir das hier außer Acht lassen, dann hätten wir hier eigentlich einen ziemlich normalen Verlauf jetzt, einen bearischen Verlauf. Wenn wir uns hier diese Price Action anschauen, was wir hier machen, seit diesem Tief hier. Ja, wir gehen hier sehr korrektiv nach oben. Also ihr seht hier, bewegt sich hier wirklich in ganz kleinen Schritten. Ja, minimal higher lows, minimal higher highs. Also die ganze Bewegung hier ist sehr korrektiv in meinen Augen. Deswegen gehe ich nach wie vor davon aus, dass wir hier aus diesem Bereich nach unten reagieren und tiefere Preise sehen könnten. Ja, es muss nicht. Wie gesagt, ich bin kein Hellseher, aber das ist das, was ich mache. Also hier habe ich meine Short eröffnet, wieder bei Bitcoin. Ich probiere es. Ganz kleine Margin. Ganz klares Trade Management, Stop Loss. Ja. Übergeordnet schauen wir uns natürlich auch an für die ganzen neuen Leute, wo auf meinem Kanal hier sind. Ich habe nach wie vor hier in diesem Bereich von 25.300 US-Dollar bis runter zu 23.400 US-Dollar habe ich massive Long-Positionen immer noch sitzen. Die warten immer noch abgeholt zu werden. Ich gehe davon aus, dass sie abgeholt werden, weil jede Struktur, was wir hier im Markt haben, sei es hier diese übergeordnete gelbe bearische Sequenz, ja, ihr seht es hier, die hatte den Ursprung bei 31.000 US-Dollar. Hier oben habe ich gesagt, wenn dieses Level hier hält, sehen wir höchstwahrscheinlich diese tieferen Regionen wieder. Und so ist es, stand jetzt immer noch. Ja. Ziellevel von der gelben Sequenz liegen hier unten bei 23.300 bis 21.800 US-Dollar. Genauso wie die Ziellevel von dieser internen orangenen Sequenz liegen auch weiter unten bei 24.200 bis 23.000. 400, 500, also alles hier in diesem Bereich, ja, also alle Strukturen verlaufen in diesem Bereich, ja, 66, 700 von Orange, von Lila hier, attraktivste Kauflevel für die Bullen, hier 50er Level von einem Alt-Szenario, ja, ist das erste starke Level, wo halten muss für die Bullen, ganz groß übergeordnet, sehen wir auf dem Tagestimeframe, ja. Das Weiße hier, mein Alternativszenario, das ist die Gesamtkorrektur von dieser gesamten Aufwärtsbewegung von den 15.000 US-Dollar bis hoch zu 31.000 US-Dollar. Also
dieser 100% Move wäre hier die Korrektur von dem Ganzen, wäre vollkommen normal, darf der Markt machen, zumindest hier das 50er Level, die 50% Korrektur, ja, von dieser ganzen Aufwärtsbewegung. Das ist erstmal langfristig natürlich. Daytrade-mäßig, wie gesagt, bin ich hier in diesem Short drin. Habe hier meine Short-Position eröffnet. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir runtergehen, auch wenn jetzt schon die ersten Gerüchte kommen, dass die Coinbase-Klage fallen gelassen wird. Ihr wisst aber, Leute, hier in diesem Bereich hier kamen die Coinbase oder kamen durch, dass die SEC Coinbase verklagt. Ja, das hier war der Binance-Dump, ja, wenn wir das so sehen wollen. Mache ich ein bisschen heller, dunkler, sonst strahle ich zu sehr. Ja, und hier kam dann die Coinbase-Klage und der Markt ist nach oben gepumpt. Ja, und wenn jetzt Nachrichten kommen sollten, hey Leute, Coinbase-Klage wird doch nicht stattgegeben oder wird fallen gelassen, dann alle, juhu, all in, 100x Hebel long und dann dumpt der Markt. Ja, also wie ihr wisst, ich trade absolut gar keine Nachrichten, nichts. Ich habe nur das, was ich mitbekomme, ist von Twitter, von meinen Spezies, wo ich verfolge. Aber sonst trade ich keine News. News ist mir egal. Ich halte mich strikt am SK-System. Ja, ich brauche nichts anderes, sage ich immer wieder. Keine Heatmaps, keine komischen Linien, keine Wellen, keine rosa Blümchen. Ja, so, also. Ich gehe nach wie vor davon aus bei Bitcoin, dass wir hier runtergehen. Nicht viel Tamtam drumherum. Ethereum, gleiches Spiel. Wir befinden uns auch bei Ethereum gerade jetzt wieder in diesem BC-Korrektur-Level. Dieses Level ist aktiv. Ich habe das für ein, oder ich werde die obere Region jetzt 1862 US-Dollar und 1869 US-Dollar werde ich für Vergrößerung meiner Short-Position wahrnehmen, falls der Markt so weit hoch kommt. Dieser ganze Bereich erstreckt sich von 1846 US-Dollar bis hoch zu 1869 US-Dollar. Ich bin hier Short in Ethereum, ganz klar. Price Action gleiche wie bei Bitcoin. Wir gehen hier sehr korrektiv nach oben. Ja, der Impuls kam von oben nach unten. Ja, und ihr müsst auch verstehen, Leute, was ein Impuls ist. Ja, das hier ist kein Impuls. Ja, das ist keine impulsive Bewegung. Genauso wenig wie das hier eine impulsive Bewegung ist. Ja, eine impulsive Bewegung ist eine Bewegung, die sich impulsiv aufbaut. Ja, das hier ist einfach nur eine Kerze, Market Maker getrieben. Yes. Ja, ein impulsiver Aufbau ist zum Beispiel, nehmen wir hier, dass ihr das auch mal versteht, was ein Impuls ist und was nicht. So, das hier, so etwas ist ein Impuls. Ja, so. Das wäre jetzt eine impulsive Bewegung. Dass ihr das mal seht. Das hier, das ist eine gerade Bewegung, die hat nichts mit Marktstruktur zu tun, sondern einfach nur eine Bewegung von Market Makern ausgelöst, ja. Und das hier ist eine korrektive Bewegung, wenn wir so etwas sehen, ja. So. Also, ich will das hier sehen bei Bitcoin und nicht das hier oder das hier. Ja. Dass ihr mal den Unterschied kennt von einem Impuls und einem Nicht-Impuls. So, und hier haben wir die ganze Zeit korrektive Bewegung, auch bei Ethereum, genauso wie bei Bitcoin. Ja, minimal higher highs, minimal higher lows, hier wieder ein neues Low. Hier minimal higher highs wieder. Für mich spricht die ganze Price Action nach Abverkauf. Ich brauche keine Indikatoren, kein gar nichts. Price Action, Marktverständnis, SK-System, mehr braucht man nicht. Und damit wird man erfolgreich. In meinen Augen, ich bin's, ich weiß, wovon ich rede. Und von daher, liebe Leute, wie gesagt, ich gehe auch bei Ethereum davon aus, dass wir hier weiter abverkaufen. Auch bei Ethereum nach wie vor meine übergeordneten Kauflevel. Nach wie vor aktiv. 1756 US-Dollar bis runter zu 1629 US-Dollar ist mein Primärszenario. Alternativszenario liegt hier unten, die blaue Box.
Hier sind die Long Order zwischen 1608 US-Dollar und 1432 US-Dollar. Dann gibt es natürlich noch ein Alternativszenario 2. Warum gibt es hier drei Szenarien? Weil einfach Ethereum schon viel fortgeschritten ist als Bitcoin und somit kann auch der Markt, sollte Bitcoin wirklich noch etwas stärker dumpen, ja, wovon ich nicht ausgehen kann, natürlich auch Ethereum dann, gerade weil der Markt weiter ist als Bitcoin, dann natürlich auch stärker dumpen, ja. Dieser Alternativ 2-Bereich liegt bei 1518 bis runter zu 1302 US-Dollar. Hier bei 1302 US-Dollar ist für mich Maximum, wo Ethereum runterlaufen könnte. Ja, ich sage nicht, dass das wird. Ich sage nur maximal, ich sehe hier den Stopp, aber eher hier in diesem Bereich von 1600 US-Dollar bis runter zu 1400. So in diesem Bereich, also das Alt ist für mich, sagen wir mal, 40% wahrscheinlich, das grüne 40% und dann das hier mit 10%, ja, Wahrscheinlichkeit. Ich habe hier überall in diesem Bereich grün und blau meine Order schon platziert. Trade Management kriegen die Leute natürlich mit in der privaten Gruppe und alle Levels detailliert bei Bitcoin und bei Ethereum sind in meiner öffentlichen Telegram-Gruppe, ja. Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Alles detailliert, wo ich einkaufe, die genauen Level auf den Cent genau. Und ja, also für die nächsten Stunden und Tage erwarte ich einen weiteren Abverkauf. Ob es so kommt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wenn der Markt hier unten kommt, bin ich long. Sollte der Markt hier überschießen, bei Ethereum zum Beispiel hier auf die über 2000 US-Dollar, werde ich mich nach Long-Position umschauen. Werde ich dann von bearish zu allmählich zu bullish umswitchen, aber nicht ganz bullish, sondern erst wenn wir hier die 2150 US-Dollar rausnehmen bei Ethereum, sage ich, okay, Leute, dann ist das hier wahrscheinlicher, dass wir diese Sequenz finishen, weil nach wie vor ist bei Ethereum auch diese lila Sequenz ist noch aktiv. Ja, ihr seht ja, das ist schon seit Wochen, seit Monaten, jetzt mittlerweile schon fast, sind wir hier in dieser Box hier in die Lilanen. Ja, ihr seht die ganze Zeit Price Range hier, die ganze Zeit hier. Also es kann immer noch sein, ja, was ich momentan zu 30% sage, dass wir jetzt hier doch höher gehen, anstatt dass wir diese Levels hier unten abgreifen, ist immer noch möglich. Wir müssen nicht abverkaufen, aber für mich fehlt einfach die bullische Kraft und wir sollten, um das hier zu finishen, nach oben zu gehen, in meinen Augen bräuchten wir jetzt mega super News, wie zum Beispiel Binance und Coinbase Klage fallen gelassen. Gary Gensler wird angeklagt wegen Manipulation oder keine Ahnung was, wegen Glücksspiel, illegalen Glücksspiel. Ich weiß nicht, Leute, aber rein vom normalen Marktverhalten, wie wir sind, erwarte ich tiefere Preise. Wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, kann ich nichts machen. Ich mache nur das, was mir der Markt sagt. Und der Markt sagt mir einfach jetzt schon seit Wochen, wir sollten tiefere Preise sehen. So, das war's dann, liebe Leute. Ich würde sagen, ihr seid upgedatet, ihr kennt meinen Fahrplan, ihr habt vielleicht euren eigenen Fahrplan. Wenn die übereinstimmen, dann kombiniert sie gerne, nutzt meine Expertise, nutzt euer Wissen, euer Verstand und tradet, wie es für euch am besten ist. Und ich würde sagen, das war's dann. Wir sehen uns dann zum nächsten Update-Video. Morgen wahrscheinlich, spätestens Sonntag. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit mit der Familie. Bleibt mir gesund. Genießt die Sonne. Vor allem geht raus. Vitamin D3. Natürlich ist Vitamin D3 das Beste. Und in dem Sinn würde ich sagen, macht's gut, liebe Leute. Ein schönes Wochenende und bis bald. Euer Joe von Day Trading Germany. Ciao, ciao.